Okay, ja, Adjusung, ihr dürft mich gerne Adi nennen und ich darf mit eurer Predigtserie weitermachen und ich habe meine Predigt genannt Unfassbar, mit Jesus ist das Unmögliche möglich und ich möchte euch da so hineinführen in eine spannende Geschichte, in einen Text, der zwei sehr tolle Geschichten in sowas wie wenn, ja, ich nenne das mal so, der Lukas hat das die Geschichte, zwei Geschichten wie so ein Sandwich gemacht. Er hat mit einer Geschichte angefangen, dann hat er mit einer Geschichte weitergemacht und am Ende ist er wieder zurückgekommen mit der Geschichte, die er angefangen hat. So eine richtige Sandwich-Geschichte. Ich wünsche mir von Herzen, aber dass es heute mehr als Fastfood wird, okay? Dass du nicht nur Fastfood und denkst, okay, ja, Jus, ganz tolle Fragen und dann ein paar Impuls. Nein, dass es wirklich auf fruchtbaren Boden fällt, dass wirklich dein Herz offen ist. Ich habe einen Bibeltext zum Anfang und das passt zu unser letztes Lied. Sprüche Kapitel 20, Vers 12. Ohren zu hören und Augen zu sehen, beides sind Geschenke des Himmels oder beides sind Geschenke des Herrn. Und das wünsche ich dir, weil es gibt Menschen, die haben Ohren und sie hören nicht. Es gibt Menschen, die haben Augen und sie sehen nicht. Ihr merkt es, ich meine jetzt nicht, dass wir nicht etwas sehen, was vor uns steht, sondern das, was in dem Wort Gottes steht. Das, was er uns sagt durch sein Wort. Und in der Bibel steht auch in Lukas 24, Vers 45, und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie es verstehen konnten. Und das ist mein Gebet. Ich habe die Woche für euch gebetet. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ich habe auch heute Morgen auf der Fahrt fast die ganze Zeit für euch gebetet, einfach, dass Gott unser Verstand öffnet, dass wir verstehen, was er zu uns sagen will. Ohren, die hören und Augen, die sehen, was er uns sagen will. Okay, und jetzt gehen wir hinein in der Bibel, in der Geschichte, in die biblische Geschichte, in Lukas Kapitel 8, Vers 40 bis 56, ein bisschen länger, aber wichtig, damit wir es verstehen. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge, alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren am schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf. Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählt sie vor allem Leute, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr. Dein Glaube hat dich gerettet oder geheilt in einer anderen Übersetzung. Geh in Frieden. Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte das. Du brauchst dich nicht fürchten, sagte er zu den Synagogenvorsteher. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Er ging in das Haus, ließ aber niemand zu den Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas Essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war, doch Jesus verbot ihnen, jemand etwas davon zu erzählen. Jesus, danke für dieses Wort und ich bete jetzt, dass du uns offene
Ohren schenkst, damit wir verstehen, was du uns sagen willst, durch deinen Heiligen Geist, durch dieses Wort. Amen. Ja, ganz spannende Geschichte. Diese Geschichte ist eingebettet in verschiedenen anderen Geschichten, die natürlich da stattfinden. Und die beginnt mit dem Satz, dass eine große Menge an Menschen auf Jesus gewartet haben. Warten ist schon mal eine gute Sache. Also heute Morgen musstet ihr zum Glück nicht auf den Pastor warten. Ich war pünktlich hier. Aber hier haben sie auf Jesus gewartet. Jesus hatte anscheinend etwas zu geben und sie haben sich danach gesehnt. Sie waren offen, sie hatten eine Sehnsucht. Ja, sie hatten eine Sehnsucht mehr von Jesus. Und mit dieser Frage möchte ich heute Morgen schon mal starten. Wollen wir wirklich mehr von Jesus? Wir haben die Predigtserie näher bei Jesus. Das heißt, ich glaube, dass euer Pastor, aber ihr als Gemeinde, wir wollen doch mehr von Jesus haben. Haben wir diese Sehnsucht? Sind wir bereit, wirklich mehr von ihm zu empfangen? Eine gute Frage meines Erachtens, weil Jesus gerade von der anderen Seite des Ufers kommt und auf der anderen Seite des Ufers gab es einen Ort, der hieß Gerasa. Da hatte er gerade ein Wunder vollbracht. Jesus war dahin gekommen und da ist ihm über den Weg ein Mann gelaufen, der besessen war. Und wenn Jesus jemand sieht, der Heilung, Befreiung braucht, was macht er? Er hat ihn befreit. Nun war er besessen von einer Legion und diese Legion hat gesagt, bitte, 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 lass uns in dieser Schweinherde gehen, die da drüben ist. Und Jesus hat gesagt, okay, let's go in der Schweinherde. Und, dann ist die Schweinherde los. Und was ist passiert? Sie sind von einem Berg herabgesprungen und sind in einen See hinein und sind ertrunken. Und die Bibel beschreibt uns, dass sie Menschen aus Gerasa, sie waren voller Furcht. Sie hatten wirklich Furcht, sie hatten Angst. Sie konnten damit nicht gut umgehen. Sie haben ein Riesenwunder gesehen, weil dieser Mann, der nackt durch die Gegend gelaufen war, den jeder kannte in Gerasa, der sitzt plötzlich angezogen zu den Füßen von Jesus, weil Jesus ein Wunder getan hatte. Aber das Tragische in der Geschichte war, dass die Menschen die Botschaft gehört haben, haben das gesehen und trotzdem haben sie gesagt, Jesus, geh bitte von uns. Unvorstellbar, oder? Jemand sieht ein Wunder, jemand erlebt, was Jesus tun kann und sagt, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Wow. Effekte hier. Und dann, Jesus, er ist gehorsam. Er macht sich auf den Weg. Was ist der Hintergrund? Warum ist das passiert? Ich glaube, dass es nicht nur mit der Angst, mit der Furcht zu tun hatte, sondern die Menschen aus Gerasa, sie haben sich nicht auf Jesus eingelassen, sie hatten Ängsten und ich glaube, sie waren besorgt um ihren Wohlstand, um ihre Finanzen. Nämlich hatten sie eine ganze Herde Schweine schon verloren. Sie waren wirklich, es ging hier um ihr Portemonnaie. Sie hatten Angst, es könnte ihr weiter was kosten. Sie waren nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Das ist meine zweite Frage. Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu den Menschen auf die eine Seite des Sees, die sagen, ich will mehr von Jesus, ich habe eine Sehnsucht nach mehr. Oder gehören wir zu diesen Menschen, die sagen, ja, ich will ein Wunder erleben, es ist schön, dass du befreist, aber ich bin nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Der Preis war nämlich sehr hoch und ihr merkt schon, wo ich hin möchte. Sie waren eben nicht bereit, das zu tun. Und ich muss euch an dieser Stelle sagen, liebe Geschwister hier in Göttingen, Reich Gottes kostet was. Wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann ist erstmal das ein Riesengeschenk, das Jesus uns gibt. Aber es kostet einen Preis. Sehr schnell singen wir dieses Lied, ich bin entschieden. Kennt ihr? Zu folgen, Jesus. Ein tolles Lied, singen wir bei uns und es gibt eine neue Variante. Ganz toll. Aber wie viel ist davon nur Lippenbekenntnis? Bin ich wirklich bereit,
den Preis zu bezahlen, meine Zeit zu investieren, meine Finanzen, meine Gaben für das Reich Gottes einzusetzen? Und ich merke das doch im Alltag. Ja, ich weiß es, wir haben alle viel zu tun. Aber ich merke es doch, wie schwer es ist. Menschen sind unglaublich begabt und sagen, nein, ich habe aber keine Zeit. Und ich empfinde es oft so, Zeit anscheinend dafür. Wir beten oft, Herr, lass, segne mich. Ich will hier ein Segen für dich in Göttingen sein. Aber was ist, wenn Gott dich über Göttingen hinaus zum Segen machen möchte? Ich habe oft den Eindruck, dass wir uns so verhalten wie die Gerasener. Wir grenzen Gottes Geist ein, weil wir nicht bereit sind, einen Preis zu bezahlen. Und Veränderung ist so ein großes Thema, dass sie gesagt haben, ja, Jesus, wir haben eine Begegnung mit dir, du veränderst das Leben von Menschen, aber ja, wir sind nicht bereit, weiterzugehen. Bitte verlasse uns. Und sie hatten nur einen Blick auf die Finanzen und sie haben eigentlich nicht wirklich gesehen, was Jesus wirklich tun wollte. Für ihn hätte auch dieses Wort wäre auch wichtig gewesen. Herr, öffne ihnen die Augen. Herr, öffne uns die Augen, damit wir sehen können, was du tun willst in unserer Zeit, in Göttingen, durch mein Leben. Wir sehen oft nur das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das was? Im Herzen. Aber er sieht auch nicht nur das, was im Herzen ist, sondern er hat den Überblick über das Gesamte, was Gott gerade in Bewegung setzt hier in Göttingen. Nicht nur in den Ortsteil, sondern er sieht immer das Gesamte. Und ich möchte, und mein Gebet ist für dich, dass du nicht nur einen Blick hast, sondern dass Jesus dir die Augen öffnet für einen Blick für das Reich Gottes. Und oft lassen wir uns an kleinen Dingen ablenken und die doch so unwichtig sind. Lass uns unsere Augen öffnen für das, was wichtig ist, das, was wirklich zählt, das, was gut ist und das, was Reich Gottes weiterbringt. Amen. Herr, öffne uns die Augen. Ja, das haben die anscheinend die Gerasener nicht gehabt. Dann macht sich Jesus auf den Weg und dann beschreibt uns Lukas, auf die andere Seite des Sees haben sie auf ihm gewartet. Die Menschen waren voller Sehnsucht, wir wollten Jesus sehen. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil sie ihm gebraucht haben. Sie wussten, da kommt der Zimmermann aus Nazareth, durch den Gott Großes tut. Und dann bettet Lukas diese zwei Geschichten in eine Geschichte, wie so ein Sandwich hinein, habe ich erst schon gesagt. Diese Geschichten hat er so miteinander verbunden und gezeigt und aufgeschrieben, um das Handeln von zwei Menschen, die Glauben hatten, um die Kraft des Glaubens zu zeigen. Jairus und eine unbekannte Frau, und ich nehme sie mal, die anonyme Frau. Jairus steht hier in Vers 41, meine Güte, den Mann geht's nicht so gut. Okay, das ist sehr mild ausgedrückt. Nein, diesen Mann, der hat's wirklich schwer. Der befand sich in einer echten Lebenskrise. Warum? Weil das Leben seiner Tochter geht zu Ende. Und wer schon mal mit dem Tod konfrontiert war, der weiß, oder damit zu tun hatte, der weiß, wie es hier Jairus ging. Er hat die 12-jährige Tochter vor Augen und er sieht, es geht in eine Richtung, die ich nicht haben möchte. Ich will sie noch bei mir haben und sie liegt im Sterben. Dieser Mann, er braucht nicht nur Ermutigung, er braucht nicht nur Kraft, sondern er braucht ein Wunder. Er braucht ein Wunder in sein Leben und ich finde es so interessant, die Bibel beschreibt uns, wie er bereit war, obwohl er eine Person der Öffentlichkeit war. Er hatte eine gewisse Autorität in den Ort, er hatte Bedeutung, er war respektiert. Man schaute ihm auf ihn zu, weil er der Synagogenvorsteher war. Er legt alles zur Seite, wer er war, sein Status, seine Anerkennung. Und es steht in der Bibel, dass er sich auf den Boden geworfen hat. Er hatte nur eins im Ziel. Ich brauche ein Wunder für meine Tochter. Und er tut alles. Und ihm war es egal gewesen, weil für das Volk
hat er sich niedergeworfen vor den Zimmermann aus Nazareth. Das müssen wir im Hintergrund haben. Aber es zeigt uns, seine Haltung zeigt uns hier sein Herz. Auch hier wieder kann man so schnell in eine Richtung schauen. Es gab bestimmt viele Beobachter, aber bei Jairus war es, er beugte sich nieder, er demütigt sich und er schiebt zur Seite alles das, was er ist, weil er wusste, ich brauche Hilfe von jemand, der größer ist, der besser ist und der ein Wunder vollbringen kann, und das ist Jesus aus Nazareth. Amen. Das war ihm bewusst, es war ihm bewusst, wer er war, und ihm war auch bewusst, wer meine Tochter helfen kann. Und er wusste, aus dieser Lebenskrise herauszukommen, aus dieser Situation herauszukommen, treffe ich eine Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung, zu Jesus zu gehen. Ich treffe die Entscheidung, meinen Status zur Seite zu legen, meine Position zur Seite zu legen und sagen, ich weiß, der Einzige, der mich helfen kann, das ist Jesus. Ihr Lieben, Lebenskrise, Einschnitte, Situation, wo wir an den Grenzen kommen, Entmutigung wird es immer, immer, immer wieder geben. Und vielleicht auch schon morgen früh bei dir. Vielleicht auch schon auf dem Weg nach Hause heute. Die wird es immer geben, aber entscheidend ist, wie gehen wir damit um? Wo gehen wir hin? Zu wem gehen wir hin? Und hier können wir lernen von Jairus, er setzt alles auf Jesus. Er hat dringend Hilfe gebraucht und er wusste, ich gehe zu Jesus. Ein Einschub hier, Jairus' Haltung, sich zu Füßen von Jesus zu werfen, ist für mich auch ein Bild, und es zeigt uns unser verzweifelter Zustand ohne Gott. Und er tut das einzige Richtige, er geht zu Gott, er geht zu Jesus. Und ich glaube, er glaubt, dass Jesus die Kraft hatte, sein Kind zu heilen. Für ihn war es absolut keine Frage gewesen, kann Jesus heilen? Das war keine Frage. Die Frage für Jairus war, kommt er zu mir nach Hause? Er sagt, komm doch bitte zu mir nach Hause. Und in Markus steht und sagt er, und bitte leg die Hände auf meine Tochter, dass sie Heilung erlebt. Das ist der Zustand. So, und ich weiß nicht, ob ihr euch so hineinversetzen könnt. Jairus, er kommt zu Jesus. Jesus scheint ohne zu zögern, sagen, komm, lass uns auf den Weg machen. Aber es war noch so viel drumherum um Jesus. Und Lukas schreibt, die Leute haben gedrängt und alle wollten was von Jesus. Und ich kann es mir gut vorstellen, wie es den Papa ging. Er ging schon ein paar Meter und dann dreht er sich wieder um und schon wieder Jesus nicht. Und so diese Spannung, er weiß, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Die Zeit ist kurz, meine Tochter wird sterben. Bitte haltet doch jetzt Jesus nicht auf, ihr kommt dann doch bitte mit. Und er hat den Eindruck, und ich kann mir diese Spannung so vorstellen, wie er sich auf den Weg macht und wie hier schon er auf die Probe gestellt wird, weil Jesus immer wieder unterbrochen wird. Und hier auch ein wichtiger Aspekt, das Timing Gottes ist nicht immer unser Timing. Aber er kommt spätestens rechtzeitig, sagt man so schön. Und ich habe letztens gesagt bei uns zu Hause, und oft kommt er auch 11:15. Und dann ist es trotzdem noch sein Timing. Auch wenn wir sagen, ja, so 11:55. Nein, oft kommt er auch gefühlt 11:45. Aber er kommt nicht zu spät. Er kommt rechtzeitig. Aber Jairus, er wird wirklich auf die Probe gestellt. Weil plötzlich hat Jesus noch die Idee. Und dann hat sich aber nur einer gemeldet, der das komisch gefunden hat. Naja, der Petrus. Kommt auf die Idee, jemand hat mich berührt. Die Bibel beschreibt, es waren ganz viele Menschen, die haben ihn ständig berührt. Und dann denkt wahrscheinlich sich Jairus auch jetzt noch, was muss das? Wir sind doch oft schon auf dem Weg nach Hause. Danach stellst du die Frage, Jesus, komm doch jetzt. Und dann steht da, und es war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Es wird nicht viel mehr über diesen Gesundheitszustand beschrieben, aber wir wissen,
Sie hatte alles versucht. Sie hatte alles, all ihr Geld hatte sie ausgegeben. Bitte und denkt daran, in der damaligen Zeit war das nicht, das Problem war nicht nur, dass sie krank war. Die hatte nicht nur das Problem, dass sie krank war, sondern sie selbst war ein Problem, weil sie in der Gesellschaft damals in den Gesetzsrituale, nenne ich das mal, oder in den Zeremonialgesetze des Judentums, so kann man das beschreiben, war es so, dass wenn dich eine unreine Person, zu denen sie gehörte, musste man auch wieder ein Reinigungsritual durchführen. Das heißt, ihr Lieben, dass aufgrund dessen war sie ausgeschlossen und sie durfte auch nicht zur Synagoge. Aber ich bin so dankbar für Jesus. Er hat einen Blick für die Schwachen, für die Verachteten, für die Isolierten. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, hat er einmal gesagt, sondern die Kranken. Indem der Herr sich von der Frau berühren ließ, machte er sich auch unrein. Und das ist für mich auch ein Hinweis auf das Kreuz. Er hat alle unsere Unreinheiten, er hat alle unsere Sünden auf sich genommen und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Hey, weiß nicht, ob uns das so klar ist. Jesus, er lässt sich von dieser unreinigen Frau berühren, weil er für uns alles getragen hat. Und ich finde es so genial. Diese Frau, sie hat nichts mehr zu verlieren. Sie hat den Mut, sie hat den Glaube, zu Jesus zu gehen. Und hier passiert etwas. Diese Berührung, sie bringt meines Erachtens zwei Elemente miteinander in Verbindung. Und zwar Glaube und Jesus. Jesus und Glaube. Sie hat den Glaube und Jesus ist der, von dem Kraft herausgeht. Und diese Frau setzt alles auf und hat nichts zu verlieren. Und sie wird aus der Anonymität herausgeholt. Und das finde ich so stark. Jesus, er ruft und sagt, wer hat mich berührt? Und diese Frau hat den Mut. Sie hat gespürt, es hat sich was verändert. Ich bin gesund geworden. Es hat Heilung stattgefunden. Und Jesus, er stoppt das Ganze. Er stoppt diesen ganzen Marsch zu Jairus. Und wisst ihr warum? Weil der Einzelne, Jesus, nicht unwichtig ist. Die Frau dachte, ich versuche es jetzt noch, ich berühre einfach mal so von hinten. Ich bin unwichtig, ich bin nicht wertvoll. Und ich möchte dir sagen, an dieser Stelle, so wie Jesus damals bereit war, die ganze Masse der Menschen einen Stopp zu setzen, möchte ich einen Stopp setzen in der Predigt heute Morgen und dir sagen, du bist wertvoll. Du bist gewollt. Gott hat dich nicht übersehen. Menschen haben dich enttäuscht. Menschen verlassen dich. Vielleicht sehnst du dich, dass du irgendwie mehr gesehen wirst. Aber ich möchte dir eins sagen. Jesus erholt dich aus der Anonymität heraus und er gibt dir eine neue Stellung. Und er spricht, das finde ich so genial, er spricht diese Frau, diese anonyme Frau, wie an? Mit Tochter. Wisst ihr, das ist genau das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für dich und für mich getan hat. Er holt uns aus der Zisterne des Verderbens heraus. Wir haben vielleicht sogar keinen Namen, wir sind anonym da. Wir sind einer unter vielen, die verloren gehen. Aber durch den Schritt, den wir zu Jesus gehen, dass wir unser Leben Jesus geben, holt er uns aus der Anonymität heraus und er platziert uns ganz neu. Er stellt uns auf einen Platz und zwar in der Kindschaft Gottes. Wir sind nicht mehr Schöpfung, sondern wir sind Kinder Gottes. Amen. Ist euch bewusst das? Wenn wir von Kinder Gottes sprechen, was hier gemeint ist, du und ich, wenn du Jesus als dein Retter und Erlöser angenommen hast, dann bist du ein Kind des Allmächtigen, ein Kind von dem, der die ganze Welt geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Der ist bereit, stehen zu bleiben und zu sagen, komm, liebe anonyme Frau, ich stelle dich in die Mitte.
du bist meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Aus Wunden wurde ein Wunder. Ich habe letztens diesen Song, mein kleiner Sohn, der mag schon Obros, einer von den Songs, und da gibt es einen Song, der heißt Wunden zu Wunder, und da ist mir so klar geworden, ich bin ja Brasilianer, gebürtiger Brasilianer, und ich mag es ja, die Sprache, die deutsche Sprache, und oft was so ein Buchstabe machen kann. Von Wunden zum Wunder. Brauchst du heute Morgen auch ein Wunder? Brauchst du ein Wunder Gottes in dein Leben? Vielleicht sagst du aber, mein Glaube ist viel zu klein. Ich möchte dir sagen, es ist in Ordnung. Glaube so groß wie ein Sämpfern genügt. Ich möchte dich ermutigen, strecke deine Hand aus und berühre Jesus heute Morgen im Glauben. Denn das, um ein Wunder zu vollbringen, braucht es zwei Komponenten oder zwei Dinge. Glaube und Jesus. Glaube und Jesus. Jetzt stellt euch vor, ein bisschen Zeit habe ich noch. Stellt euch vor, der Jairus, seid ihr noch da? Der Jairus sieht das alles. Er bekommt das alles mit. Er denkt sich so, okay, wenn Jesus schon der Frau geheilt hat, die im Glauben einfach mal von hinten ihn berührt hat, mir hat er sogar eine Verheißung gegeben, hat gesagt, ich komme mit dir nach Hause. Ach, der muss so tief durchgeatmet haben und dachte, ach, danke, Jesus. Ich freue mich, dass du gleich ein Wunder tun wirst, du deine Hände auf meine Tochter legen und sie ist geheilt. Aber es ist anders, als wir uns das oft vorstellen. Lebenskrisen, Entmutigung, sie kommen dann, wenn wir es nicht wollen, und dann kommt eine Stimme und sagt, bemühe den Meister nicht länger, lieber Jairus. Deine Tochter ist gestorben. Boah, das muss ein Weltzusammenbruch gewesen sein. Gerade noch hochjauchzend, gerade noch total begeistert von dem, was er gesehen hat. Und dann kommt diese Nachricht. Und ich möchte dir sagen an dieser Stelle, wichtig ist, dass wir uns entscheiden, auf welche Stimme wir hören. Schmerzliche Erfahrungen und Erlebnisse werden wir immer wieder haben und ich weiß, sie hinterlassen Spuren. Und du sagst auch heute Morgen, Adjusso, ich brauche ein Wunder. Ich möchte dir sagen an dieser Stelle, Gott kennt deine Biografie. Gott kennt dich. Gott kennt deine Ehe. Gott kennt aber auch deine gescheiterte Ehe. Gott kennt die Spannungsfelder, die gerade in deiner Ehe sind. Als ich gestern gebetet habe, das möchte ich auch nochmal sagen, ist mir das nochmal gekommen. Gott kennt auch dein unerfüllter Kinderwunsch. Gott kennt deine Geschichte. Gott kennt, wie man dich in deine Familie missbraucht hat. Gott kennt, und statistisch gesehen ist die Chance sehr, sehr hoch, dass mehrere Personen hier heute Morgen sitzen, die vergewaltigt wurden, die missbraucht wurden. Aber Gott kennt dich. Gott kennt deine Biografie. Gott weiß, dass dein Papa oder deine Mama Alkohol trinken und das bei dir eine unglaubliche Last ist. Gott kennt deine Not. Gott kennt das, was deine Eltern ständig über dein Leben sagen und du sagst, das will ich nicht annehmen. Gott kennt deine Angst. Gott kennt dein Heute. Ich möchte dir aber auch sagen, du brauchst keine Angst haben. Gott kennt deine Zukunft. Hab keine Angst. Fakt ist, Täler, Krisen, Entmutigung, sie werden uns immer wieder über den Lebensweg laufen. Aber ich möchte mich entscheiden für das Richtige und auf die richtige Stimme hören. Und das war auch das, was so wichtig war für Jairus. Er hat zwei Stimmen gehört. Zwei Stimmen. Die Tatsache, dass die Tochter gestorben ist. Und dann gibt es so einen kleinen Durchatmen. Und dann schreibt uns Lukas,
Und Jesus hörte das. Jesus hörte diese Stimme. Und was sagt Jesus? Was sagt Jesus? Hab keine Angst. Hab keine Angst. Beide Stimmen nimmt er wahr. Und ich glaube, ihr kennt das im Alltag. Das sind bei den kleinen Entscheidungen. Da sagt irgendjemand was und du weißt es, oh, ich muss eigentlich jetzt, das geht gar nicht so. Wir kennen diesen Kampf, der sich in uns abspielt. Aber ich möchte dir sagen, vertraue auf die Stimme des Herrn. Ich glaube, wir sind nicht verpflichtet, dass wir die Stimme der Entmutigen uns anhören. Du bist nicht verpflichtet, die Stimme der Entmutigung. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte darüber nachdenken mit euch. Jesus, er hörte das und sagte, hab keine Angst, glaube nur, dann wird sie gerettet. Wisst ihr, dass mit diesem Satz das Wunder begann? Das Wunder Gottes hat hier begonnen, weil Jesus damit gesagt hat, nein, 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 ich komme nicht zu spät. Wir machen weiter, wir gehen zu dir nach Hause. Wir gehen weiter und entscheidend wird immer wieder sein, auf welche Stimme hören wir. Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist auch ein ganz tolles Bild, weil es aus diesem Bild der Schafeherde geht. Wir wissen, als in Johannes 10 wird von dieser Geschichte erzählt, Jesus, er benutzt dieses Beispiel und wir wissen, dass es gab Menschen, die haben in der Nacht auf verschiedene Herden an ein Lokal aufgepasst. Man hat sich sozusagen ein bisschen, damit nicht alle Hirten arbeiten mussten, hat man eingenommen, der in der Nacht auf die Schafe aufgepasst hat. Früh am Morgen kamen die verschiedenen Hirten und die haben gerufen, Herde Göttingen, seid ihr da? Und dann ist die Herde Göttingen losmarschiert hinter die Stimme des Hirten, den sie kannten. Und das ist der Bezug, den Jesus hier macht, indem er sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme und sie folgen mir nach. Das heißt, auch diesen Gedanke, wenn jemand hier auf die Idee kommt, mein Glaube lebe ich schon allein zu Hause und es reicht mir zwischendurch eine Predigt so. Das ist meine Mahnung an dieser Stelle. Wir sind Herdentiere. Wir brauchen die Familie. Wir brauchen uns einander. Wir brauchen Gemeinde. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, auf welche Stimme hörst du heute Morgen? Wir Menschen müssen uns immer wieder entscheiden. Und dieses Problem sehen wir schon auf die erste Seite der Bibel. Adam und Eva. Sie hörten Gott reden und sie hörten die Schlange sprechen. Und wir wissen, für wem sie sich entschieden haben. Auf welche Stimme hörst du heute Morgen? Auf die Stimme der Entmutigung? Dass es zu spät ist? Dass es sich nicht lohnt? Oder hörst du auf die Stimme des guten Hirten, der sagt, auch wenn die Täler kommen, und die Täler kommen, ich werde dich durch die Täler hindurchführen. Amen. Und ich möchte die Band bitten, nach vorne zu kommen. Ich möchte diese Predigt zusammenfassen mit zwei Punkten. Ihr dürft kommen. Der erste Punkt ist, ich möchte dir sagen, Jesus erhört den Hilfeschrei. Jesus hat den verbalen Hilfeschrei von Jairus gehört, aber er hat auch das Nonverbale von der anonymen Frau gehört. Jesus erhört deinen lauten Schrei und das kennen wir ja. Es gibt Leute, die schreien laut, ich brauche Hilfe. Es gibt Leute, die beten da so leise für sich hin, aber Jesus hört beides. Das ist das Erste. Jesus erhört deinen Hilfeschrei. Amen. Ich habe den Eindruck, dass für einige von euch der Psalm 40 dran ist. Lies dir heute Nachmittag. Wenn du empfindest, dass du in eine Zisterne bist und du hast den Eindruck, ich komme da nicht raus,
lies dir heute Nachmittag oder gleich nach dem Gottesdienst oder gleich den Psalm 40. Jesus erhört dein Hilfeschrei. Und das Zweite, was für uns alle gilt heute Morgen, für jeden, auch für dich: Jesus hat mehr für dich. Was wollte die Frau? Werd aufgepasst. Sie wollte gesund werden. Jesus hat sie aber nicht nur gesund gemacht, sondern was hat Jesus gemacht? Er hat sie aus der Anonymität herausgeholt und hat gesagt: Du bist meine Tochter. Jesus hat mehr für diese Frau. Jesus hat auch mehr für dich. Jesus hatte auch mehr für Jairus. Jairus wollte was? Dass seine Tochter von dem Tod bewahrt wird. Jesus hat sie von den Toten auferweckt und damit gezeigt, dass er stärker ist als der Tod. Amen. Hey, Jesus, den wir folgen, der ist stärker als der Tod. Wir blicken bis zum Tod hin, aber durch Jesus' Brille dürfen wir heute schon in die Ewigkeit schauen, weil er es gesagt hat: Ich gehe zum Vater und bereite alles vor. Und hey, wenn du gerade leidest, wenn es dir gerade nicht gut geht, ich weiß, das könnte sich wie ein billiger Trost anhören. Ist es aber nicht. Jesus hat für uns die Ewigkeit vorbereitet. Hier sagt Petrus, meine ich, wir sind nur auf den Durchgang. Wir sind nur, unser Leben ist einfach schnell. Wir sind nur auf die Durchreise. Aber Jesus hat mehr. Amen. Nimm das mit. Jesus hört dein Hilfeschrei und Jesus hat mehr für dich, auch heute Morgen. Lass uns gemeinsam mal aufstehen. Ich möchte noch für uns beten. Ich kann mich besser konzentrieren, indem ich meine Augen schließe. Ich möchte dich ermutigen, das auch zu tun. Jesus, und wir stehen hier und wir bekennen, dass wir dich brauchen. Du kennst unser Hilfeschrei. Kennst die, die laut rufen, und jeder in der Gemeinde weiß, was die Not ist. Und das ist auch gut so. Aber du kennst auch die, die im Stillen gerade am Leiden sind und sich gar nicht trauen, auch aufeinander zugehen, aber die gerade ein Eingreifen, ein Wunder von dir brauchen. Jesus, und ich bete in deinen wunderbaren Namen. Du hast alles am Kreuz von Golgotha bezahlt, auch dafür, dass du aus diesen Wunden ein Wunder vollbringst. Du bist der Gleiche gestern und heute und für alle Ewigkeit. Das, was für die Menschen unmöglich ist, das ist für dich möglich, Jesus. Und im Glauben bete ich für meine Geschwister, dass sie den Mut haben, den Saum deines Gewandes zu berühren heute Morgen und ein Wunder erleben in ihr Leben. Glaube und Jesus, dein Wille geschehe in unserer Mitte. Das ist die Voraussetzung. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass du auch mehr hast für uns. Und da, wo wir glauben, es ist zu spät, und ich empfinde so in meinem Inneren, dass einige hier sitzen und sagen: Meine Situation, die ist so verfahren, es gibt keine Lösung. Der Knoten kann nicht gelöst werden. Und ich spreche es aus, dass der Knoten gelöst wird, weil Jesus stärker ist. Weil Jesus stärker ist, weil Jesus größer ist. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Haltung einnimmst, eines Jairus, der weggeschaut hat von sich selbst und hingeschaut hat zu Jesus. Werf dich innerlich jetzt zu Jesu Füßen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und er wird dich nicht in Stich lassen. Er lässt dich nicht allein.
vielleicht nicht zu deiner Zeit, aber er kommt nicht zu spät. Und er weiß es besser und er hat gute Gedanken über dein Leben. Jesus Christus, ich bete jetzt dafür. Ich nehme mir die Freiheit, weil ich mich so wie zu Hause fühle. Ich möchte für Menschen jetzt beten, die sagen, bei mir ist wie so eine Sackgasse aus und ich komme nicht heraus. Und ich brauche ein Wunder. Dann möchte ich gerade für dich beten, dass aus diesen Wunden ein Wunder wird, das Gott jetzt bewirkt. Und mir hilft es, wenn ich weiß, ja, gibt es Leute, die ein Wunder brauchen, zu beten, wenn sie dir kurz die Hand heben. Es wäre echt schön, wenn du kurz die Hand hebst. 1, 2, 3, danke, 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 danke. Ich kann sie nicht mehr zählen. Es gibt etliche hier, die ein Wunder Jesu brauchen und wir glauben daran, dass für dich nichts unmöglich ist, Jesus. Und wir kommen jetzt vor dir als deine Gemeinde. Gemeinde, lass uns gemeinsam beten. Wir kommen als deine Gemeinde vor dir und wir glauben an Wunder, dass du heute noch aus Wunden Wunder vollbringen kannst. Jesus, da wo es eine Berührung des Himmels jetzt braucht, bete ich, komm du Geist Gottes und berühre du, dass demnächst Menschen hier vorne stehen und erzählen, Jesus, als ich im Glauben deines Saums, deines Gewandes berührt habe, hast du ein Wunder an mir vollbracht. Jesus, wir wollen vertrauen, wir wollen glauben, dass du auch heute noch kannst, dass das, was für die Menschen unmöglich ist, für dich möglich ist. Jesus, und dann tust du etwas Gewaltiges. Du tust nicht nur das Wunder, so wie bei der anonymen Frau, sondern du holst uns aus der Anonymität heraus und gibst uns eine neue Stellung. Wir dürfen deine Kinder sein. Und als deine Kinder dürfen wir wissen, dass unser Leben hier auf dieser Erde irgendwann ein Ende haben wird. Ja, aber es geht weiter in der Ewigkeit bei dir. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass du der Gleiche bist gestern, heute und für alle Ewigkeit und dass du auch heute noch redest. Und ich möchte dich ermutigen, an deinen Platz heute Morgen eine Antwort zu geben auf Jesus. Wir werden jetzt einen Song gemeinsam singen und in dieser Zeit darfst du einfach auch antworten auf das, was Jesus zu dir gesprochen hat heute Morgen.